Man hat relativ schnell gemerkt in der Entwicklung des Projekts, dass Logistik hier in Senjes sehr wichtig ist und kompliziert. Und entsprechend hat man auch Konzepte angefangen auszuarbeiten, wie man am besten mit Material hierher kommt für auf Baustellen. Und es ist dann darauf gekommen, dass man mobile Betonanlage installieren dort und den Beton gerade vor Ort produzieren dort, plus die bestehende Grauwerkbahn nutzt für den Materialtransport. In so einem Projekt tut man relativ schnell einen Geolog beiziehen. Und der Geolog macht eine erste Beurteilung vom Baugrund. Und in Senjes hat man gemerkt, dass es Malmkalk hat, ein sehr hartes Gestein, das geeignet ist zum Beton produzieren. Das Gestein macht etwa 77% der Betonmenge aus. Zusätzlich brauchen wir Wasser von etwa 7%. Der Rest sind Zusatzstoffe und Zement, die wir per Graubergbahn auf Senjes transportieren. Die Graubergbahn ist eine Pendelbahn, die im Winter genutzt wird für Personentransport, zum Skifahren, und im Sommer für Wanderer. Diesen Sommer wurde die umgebaut auf eine Materialseilbahn. Das heisst, auf der einen Fahrseite ist die Kabine demontiert worden. Und als Gehänge der Bahn hat man eine Seilwindevorrichtung montiert. In Senjes brauchen wir etwa 250 Kubik Holz und in Nagen sind es 240 Kubik Holz. Das ist für Gebäudehüllen, wo wir das brauchen. Wir haben geschaut, dass wir einheimische Baumarten brauchen können. Das heisst, wir können die Rottannen und die Weisstannen nehmen, was bei uns einheimisch und in grossen Mengen vorhanden ist. Bevor wir starten, musste ich natürlich die ganzen Mengen, die speziellen Masse, die Dicken der Bäume wissen. Dort habe ich Unterstützung von der Holzvermarktung Organisation Graubünden. Im Winter 2021-2022 haben wir mit den ersten Bäumen gestartet. Sobald wir die Bäume am Boden hatten und gerüstet hatten auf die speziellen Längen und Anforderungen, sind die Lastwege das Holz geholt und haben es auf Sägereien im Kanton verteilt. Wir konnten alle Schritte wirklich regional behalten. Das heisst, wir konnten die einheimischen Firmen berücksichtigen. Also die Wertschöpfung ist wirklich in der Region Maximum Kanton geblieben. Wichtig ist, dass das Holz nicht zu schnell trocknet, weil es aus Riss gibt und sich das Holz verformt. Wir haben die Sonne und den Wind. Das heisst, wir haben keine zusätzliche schwarze Energie gebraucht, um das Holz zu trocknen. Das Holz ist inzwischen im Flims auf einem Lagerplatz zwischendeponiert und kann dort trocknen, sodass man es dann im Herbst einbauen kann. In Senjes produzieren wir mit der lokalen Betonanlage ca. 2000 Kubik Beton. Für das brauchen wir 3700 Tonnen Gestein. Und das Gestein können wir alles vor Ort gewinnen, aus dem Aushub, den wir für die Station machen. Wenn wir die 2000 Kubik Beton zuführen per Lastwagen, wären das gut 400 Fahrten, die wir brauchen für den Beton. Weniger Lastwagenfahrten auf Baustellen bedeutet natürlich, dass wir weniger CO2-Ausstoß haben.